So, und willkommen zurück zu Let's Play Dan Quest 9. Wir haben jetzt mal seine Pestilenz besiegt. Das Scheißvieh. Wow, 2295 Erfahrungspunkte krieg ich Level up. Nö. Schatztruhe und was. Patzenkönig der Erde? What the fuck ist das? Ihr könnt mich nicht aufhalten, denn ich bin dein Pestilenz. Hilf selbst, jawohl. Adel vernichtet. Geschafft, ich habe es repariert. Gerade noch rechtzeitig. Also, heiliges Gefäß, nehmt diese teuflische Kreatur wieder in dich auf. Ah, nicht doch! Nicht wieder in dieses blöde Töpfchen! Okay, tschüss, ihr Versager! Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Ich habe diese verflixte Pestilenz einfach wieder eingesperrt. Ja, nachdem ich sie verprügelt habe. Ha, jetzt wird mein Schwiegervater seine Meinung ändern und mir etwas Respekt erweisen müssen. So, damit hätten wir unsere Aufgabe erfüllt. Jetzt kann ich ja in Ruhe die Ruine erkunden. Könnt ihr noch wieder euren Weg gehen? Ihr könnt wieder euren Weg gehen, Architekt. Ich bin bei meiner Forschung lieber ungestört. Ich werde mich hier ein wenig umschauen. Ihr könnt ja vielleicht zurück nach Zischau reisen und Bericht erstatten. Okay, mache ich auch. Und ich wette, ich darf nachher hier noch tiefer rein. Darum wette ich. Tschö. Ne. Nein. Nein. Boah. Der Geist war ja flott. Der hat mich ja beinahe bekommen. Wow, jetzt kann ich einmal zurück, ohne zu sterben. Das hat mich echt zweimal platt gemacht gehabt. War nicht nett. Benutzen bitte. Ich habe aber wenig Geld, muss ich dabei sagen. Okay, ich habe auch zwischendurch ein paar Mal heilen müssen. Heilsachen geholt. Verwende den Kampf. Scheiße. Ja. Ich wollte hier hin. Falsche Stadt. Künstlerpech. Würde ich mal behaupten. Ihr seid gerettet, also freut euch. Obwohl, ne, ich heil nachher. Ich gehe jetzt erstmal zum... Oh, Vasen kaputt machen. Naja, nichts drin. Schade. Nur mehr Vasen zu kaputt machen. Ja, ich zerstöre Vasen. Das macht Spaß. Bürgermeister! Ich bin wieder da! Ne, du bist nicht der Bürgermeister. Du bist der Bürgermeister. Ah, ich habe schon auf eure Rückkehr gewartet, als ich da ist. Ich muss gestehen, dass ich angenommen überrascht bin, dass Fleckmeer die Krankheit wegschließen konnte. Wo ist denn eigentlich unser Superheld? Ich dachte, er wäre bei euch. Was? Er ist immer noch in der beiden Ruinen, dieser Dummkopf. Und ich dachte schon, er wäre doch zu irgendwas zu gebrauchen. Aber auch egal. Wenn er wiederkommt, werden wir jedenfalls ein Festessen veranstalten. Darf ich mitmachen? Ich will auch Futter haben. Könnt ihr jetzt bitte nach Katharina die Neuigkeiten ausrichten? Die wird sicher über diesen Erfolg freuen. Ah, bin ich hier dein Dienstmädchen oder was? Oder ein Dienstbote? Oder ein Laufjungbursche? Nein, bin ich nicht. Aber ich tue es trotzdem, weil ich sozial bin. Weil ich nett bin. Lass mich rein! Hi. Keine Antwort. Katharina scheint nicht zu atmen. Man. Ich bin wieder da, Katharina. Oh. Sie scheint tot zu sein. Aber ich muss gleich wieder los. Ich wollte nur noch ein paar Dokumente in der Erkundungsruine holen. Ich habe gleich Nachricht für dich. Deine Frau scheint tot zu sein. Katharina, du bist ja so still. Sie ist tot. Was ist denn los, Katharina? Antworte doch. Die atmet nicht mehr. Also sie ist tot. Du bist doch nicht... Nein, nein, nicht du. Die Person darf dich nicht getroffen haben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe sie weggesperrt. Jetzt geht es alleine wieder besser. Ich war zu spät, nicht wahr? Als ich die Seuche einsperrte, war es schon zu spät für dich. Aber warum? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du schon erkrankt bist? Du hättest ihn noch schneller. Dann hätte ich noch schneller, noch härter arbeitet und dich vielleicht retten können. Oh, Katharina. Tja, Verschleiß.
Und so nahm Katharina ein trauriges Ende. Das ist wirklich, das ist hart. Die Einwohner von Tichau sind von einer großen Plage befreit worden. Aber unsere Erleichterung darüber wird da getrübt. Durch unsere Trauer und unsere geliebte Katharina. Ihr Tod trifft uns alle schwer, vor allem der Mann und dem Vater. Aber dennoch müssen wir dafür dankbar sein, dass sie uns gelehrt hat, wie man dein Leiden mit Fassung trägt. Daran sollten wir hier hinterblieben uns ein Beispiel nehmen, wenn wir versuchen, die Trauer über ihren Tod zu überwinden. Und jetzt wollen wir dafür beten, dass ihre Seele ewigen Frieden im Himmel findet. Oh, Katharina! Ganz ruhig, meine Liebe. Wir müssen versuchen, stark zu sein. Aber ich würde gerne wissen, wo zum Teufel Fleckmeer hin ist. Wie kann er es wagen, sich hier nicht blicken zu lassen? Er hat sich das Leben genommen, wa? Ich bezweifle, dass wir ein paar Benefizkristalle abfallen, wenn diese Stimmung hier so verflippt ist. Dabei haben wir die ganze Stadt gerettet und dafür werden eine Belohnung noch ein Wort des Dankbares erhalten. Das müssen wir doch nicht mit hinnehmen. Wir sollten zu diesem Max Laria gehen und unsere verdiente Lohn abholen. Wow. Neben dem Grabstein sticht ein neuer Grabstein heraus. Ich schaue diese Inschriften. Hier liegt unsere geliebte Tochter Katharina. Begraben. Möge sie in Frieden ruhen. Traurig. Damit hätte ich echt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie tot sein wird. Dieser nutzlose Fleckmeer hat sich wieder eingeschlossen und ist nicht mal zu Katharinas Beerdigung gekommen. Soll ich wirklich glauben, dass du mit diesem Mann glücklich gewesen bist, meine kleine Katharina? Oh, Architekt, ich war so in Gedanken versunken, dass ich euch nicht bemerkt habe. Tut mir leid. Was kann ich für euch tun? Ach ja, natürlich, ihr habt ja nicht eure Belohnung bekommen. Entschuldigt bitte, Augenblick, weiß ich noch manchmal nicht, wo ich meinen Kopf steht. Entschuldigt die Umstände, aber vielleicht könnt ihr ja heute Abend zu mir zu Hause kommen. Dann werde ich ganz sicher eure Belohnung bereithalten. Wow, abends. Hätte aber nicht. Ja, Katharina ist tot. Womit hätte ich aber ehrlich gesagt nicht gerettet? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen und kann nicht geöffnet werden. Dann eben nicht. Also geh mal ein bisschen raus, bis es dunkel wird. Oder kann man hier schlafen gehen, bis es wieder. Nee, kann man glaube ich nicht. Also laufen wir draußen ein bisschen rum, bis es dunkel wird. Yay. Wir hätten gerne Nacht. Oh, 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 oh. Nacht, Nacht, Nacht. Laufen wir ein paar Mal um die Stadt. Ne. Kein Nutzer für euch, der doof. Hahaha. Machen wir ein bisschen Fitness. Und eins. Und zwei. Und eins. Und zwei. Mann, wann wird endlich dunkel? Ich will meine Belohnung haben. Ach ja. Frühsport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Naja, nicht wirklich. Frühsport am Morgen ist voll Kacke. Muss man ja früh aufstehen. Muss ich vielleicht ein bisschen von der Stadt weglaufen? Yay, Mann, der muss aber eine Ausdauer haben, so viel wieder läuft. Yay, Blumenwiese. Gucken wir hier ein bisschen um. Weil ich hier schön ist nix. Wird es heute auch noch mal dunkel? Hallo? Ja? Haha, komm ich nicht hin. Wird es heute auch noch mal
Ja, ich glaube, es ist gerade ein bisschen dunkler geworden. Oh, ich habe mir eingebildet. Ach, kämpfen wir einfach mal, vielleicht geht dann schneller. Ja, ist mir doch scheißegal. Wieso verfehle ich? Ja, guck mal, ich grinse voll doof. Tschö. Mann, da grinst das hier einfach nur doof in die Ecke. Grinst. Ja, ist mir doch scheißegal. Haus tot, danke. Nee. Blätterplag, ja, du siehst doch aus. Du lebst ja noch, was das soll? Dann lebt das hier eiskalt noch. Haha, daneben. Es hat mir einen Schaden gemacht. Groß. Ja, es ist, glaube ich, etwas dunkler geworden. Ist jetzt Abend. Reicht das jetzt, wenn ich das jetzt so mache? Oder muss es richtig dunkel sein? Ne, ich denke mal, es muss dunkel sein. Ach, ist das scheiße. Ich muss echt warten, bis es dunkel ist. Hallo. Du da. Ich will es dunkel haben. Niesmann macht es mir dunkel. Ja, tanz ruhig, mir doch egal. Danke. Ich denke mal, man muss anscheinend wirklich kämpfen, damit es dunkler wird. Ich wusste es. Hoppla, ich bin wohl tot. Aber Moment, könnt ihr mich etwa sehen? Das ist ja ganz erstaunlich. Ich wusste, dass ihr anders seid. Aber ich hätte nie gedacht, dass ihr zu ihnen gehört. Was für ein Glück, dann könnt ihr mir ja vielleicht helfen. Ich muss nämlich meinen Flaggy etwas aufheitern. Es geht ihm momentan sehr schlecht. Er weiß selbst nicht, selbst zu helfen. Aber ihr könnt doch etwas für mich tun, oder? Ja. Danke euch, vielen Dank. Ich denke, als erstes sollte man ihn aus seiner Bohrer herauslocken. Mir wird sicher etwas einfallen, also macht euch einfach auf den Weg dorthin. Und wir sehen weiter. Ich wusste es, dass deren Geist hier erscheint. Die Tür ist... Naja, verschlossen. Ich glaube, es wird... So wird das nichts, Architos. Flaggy kommt nur raus, wenn man das geheime Klopfsignal gibt. Klopf, Architos klopft an die Tür, wie es Katharina beschrieben hat. Wow, klopf. Katharina, bist du es etwa? Nö. Aber was? Habt ihr ihn so angeklopft, Architos? Was für ein kranker Scherz, Katharina Klopfzeichen nachzumachen. Wagt das ja nicht noch einmal. Hey, Flamer, da seid ihr ja. Ich habe eine Nachricht für euch. Danke fürs Wegmachen der Krankheit. Alle in Tischau sagen danke für und so. Wir sind euch mächtig. Sind euch mächtig was schuldig. Ach ja, und wir hoffen, dass ihr wieder in Ordnung kommt. Alle machen sich Sorgen um euch und so. Was soll das denn? Ich möchte euch bitten, Flaggy, noch eine letzte Nachricht von mir zu übermitteln. Könnt ihr bitte ausrichten, er möge sich mit den Überlebenden treffen, die er durch den Einsperren der Krankheit gerettet hat? Ja. Eichhardt überbringen, legen wir Katharinas Nachricht. Dass er Katharinas gesagt haben, aber wo soll ich da anfangen? Ich weiß doch nicht einmal, wer alles krank war.
Es ging mir doch eigentlich nur darum, meine Schwiegervater einen auszuwischen. Aschat, bitte bring mich zu den Leuten, die erkrankt waren. Es kommt vielleicht ein bisschen spät, aber ich möchte erfahren, wer alles krank war und wie sich die Leute gefühlt haben. Vielleicht verstehe ich dann, wie es meiner Katharina ergangen ist. Bitte, helf ihnen dabei, Aschat. Ich denke, das ist genau, was er gerade braucht. Dr. Pflegma, bei der Suche helfen, ja. Dann steht sich Aschat an. Yay. Ich denke mal, du... Ich dachte schon, mein alter Mann hätte sich erholt, aber jetzt liegt er doch wieder krank im Bett. Der alte Dude fühlt sich besser und hat sich nachts nicht zugedeckt. Kein Wunder, dass er sich gleich wieder erkältet hat. Also war er auch. Ich glaube, ich sterbe gleich. Das kann doch nicht sein. Ich habe es bisher weggesperrt. Wie kann der alte Mann noch krank sein? Alles in Ordnung, der alte Mann ist nur erkältet. Könnt ihr ihm das bitte sagen, Aschitosk? Aschitosk erklärt doch gleich mal auf. Ah, verstehe, das ist gut zu wissen. Wir gehen einfach in die Haus rein und fertig ist. Gibt hier noch jemanden? Achso, okay. Auch nicht schlecht. Da gehen wir definitiv als letztes hin. Ja, ich denke mal, es wird nichts bringen. Einfach, glaube ich, in die Wohnhäuser rein, mit Leuten blablabla machen und fertig ist. Dr. Fleckwa, ich bin euch so dankbar, dass ihr meine Frau und meine Tochter gerettet habt. Eure Frau und Tochter? Die waren beide krank? Oh ja, ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, ich würde sie beide verlieren. Ich verdanke euch alles. Das lässt nicht leugnen. Mann, aber das ist schon hart. Schläft. Aber er hat anderen so viel das Leben gerettet, aber seine eigene Frau konnte er nicht retten. Sogar ein kleines Kind hat unter der Krankheit gelitten. Wie konnte ich nur übersehen, wer alles betroffen war? Mach dir keinen Vorwurf, Fleggy. Ohne dich wären sie alle gestorben. Ja, du hast mehr Leuten das Leben gerettet, als du denkst. Eigentlich hab ich denn ja das Leben gerettet. Wenn man ehrlich ist. Ne? Oh, hallo, der Klemmer. Ich sehe wirklich in eure Schuld, guter Mann. Wir selbst waren zwar nicht erkrankt, aber ich hätte mir die ganze Zeit Sorgen um meine Frau und meinen Sohn gemacht. Oh ja, tut mir leid. Es war dumm von mir dazu sagen. Tut mir das auch richtig leid. Warum muss jetzt ausgerechnet Katharina treten? Warum? Gibt da noch jemanden? Oder. Oh ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja. Ah, was mache ich da für einen Scheiß? Ich wollte vorlesen. Ne? Pech. Mal gucken wir mal hier. Oh, ich liebe Häschen. Oh, ihr seid ja perfekt, nicht wahr? Ihr habt uns doch diese furchtbare Krankheit befreit, oder? Ja, das stimmt. Habt ihr darunter auch gelitten? Ich möchte euch von Herzen danken. Um den einen Haar musste ich mein Schnuckelein einen letzten Abschiedsknutscher geben. Der ist alt, das weiß ich doch nicht. Aber jetzt können wir doch die ganze weiter knutschen. Möchtet ihr vielleicht auch einen Knutscher als Dank? Nein, danke. Ist wirklich nicht. Ich aber! Du meine Güte. Was denkt sie sich eigentlich? Bleib weg von meinem Flaggy mit euren komischen Aufzug und euren unständigen Ideen. Also hier, Aschitos will einen haben. Nee, ich selber natürlich nicht. Ich habe eine Freundin, ich darf nicht. Von daher. Hier noch jemand? Nö. Geht ja schon okay. Ich brauch keinen Knutscher. Ich glaube... Ich habe jetzt genug gesehen. Gehen wir in mein Labor zurück. Nö. Ich will da rein. Reden wir noch mit denen hier. Oh, wie schön, dass ihr endlich das Labor verlassen habt. Ihr solltet euch
euch wirklich zu isolieren, ganz gleich verzweifelt ihr seid. Wir alle haben uns schon Sorgen gemacht. Hallo, Dr. Fleckmeier, ich habe eure Labor verlassen. Geht's euch jetzt denn besser? Also, werdet ihr also diese unglücklichen Leute in Sibu besuchen und versuchen, sie aufzumuntern? Also so weit würde ich nicht gehen. Schon gut. Schon gut, ihr müsst euch mir nicht erklären. Wenn Katharina euch gewählt hat, könnt ihr eine schlechte Person, keine schlechte Person sein. Ich will die Truhe haben. Oh, Chimäraflügel. Ein bisschen Gold. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt gleich hier den Part. Und wie es weitergeht, das werden wir dann das nächste Mal sehen. Los, sag schon den Text. So, das war für heute Dragon Quest 9. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.